Entsetzen in Unterschleicherin Unterfranken. In der Silvesternacht ist die 11 Jahre alte Janina mit einer Kleinkaliberwaffe getötet worden. Ein Unbekannter hat dem Mädchen in den Kopf geschossen. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter. Janinas Mutter ist fassungslos. Im Gespräch mit infranken.de spricht sie über ihren Schmerz und die letzten Stunden ihrer Tochter. Also ich war mit meinem Lebensgefährte und dem Bruder von Janina waren wir bei Freude. Ich, dass meine Tochter bei mir ist, Silvester. Das habe ich mir gewünscht, das habe ich ihr auch gesagt. Allerdings wollte sie mit ihrer Freude feiern. Freude, mit der sie in die Schule zusammengegangen ist und mit der ihre Mutter, die auch meine sehr gute Bekanntin ist. Da ich nicht egoistisch sein wollte, habe ich mir gedacht, okay, wenn sie mit uns geht, wird sie sich langweilen. Das sind nur kleine Kinder und Erwachsene. Wir können nicht groß feiern. Der ganze Abend waren wir trotz allem in Kontakt. Ich habe mit Janina geschrieben, habe ich immer nachgefragt, wie es ihr geht, ob sie Spaß hat. Sie war sehr zufrieden, war sie glücklich. Wir haben auch telefoniert nach Mitternacht. Hat sie mir noch gesagt, Mama, ich habe sehr viel Spaß und ich erzähle dir morgen alles, so wie immer, nach dem Frühstück, wenn ich nach Hause komme. Ich habe ihr auch gesagt, jeden Tag, ich liebe dich über mein Leben. Und sie hat mir gesagt, ich dich auch. Und dann habe ich sie nichts mehr gehört. Circa eine halbe Stunde nach unserem Telefonat habe ich meinen Sohn gestillt und dann habe ich Telefon bekommen, dass die Janina hingefallen ist. Also ich dachte, okay, ist die vielleicht hingefallen, hat sie sich klein verletzt, aber es wird bestimmt nichts Schlimmes. Und ich werde sie in den Arm nehmen und ich werde ihr noch sagen, Kind, mach mir ja nicht so all die Angst. Du musst mehr auf sich aufpassen. Da leider, wo wir im Krankenhaus angekommen sind, habe ich sie immer noch nicht gesehen, habe ich erfahren, dass sie am Kopf verletzt ist. Was genau wie, auch nicht. Die musste operiert werden, anscheinend von Feuerwerk. Und dann ist der Arzt gekommen, nach, keine Ahnung, 5-6 Stunden OP, hat gesagt, das haben sie bei Janina im Kopf ein Stück Metall gefunden. Und da muss die Polizei kommen und die müssen jetzt schauen, ob das jetzt Unfall war oder überhaupt was war. Also, ich war natürlich schockiert, aber ich habe ganze Zeit gebetet, dass sie aufwacht, dass ihr gut geht, dass sie überlebt. Nach 7.15 Uhr, wo habe ich meinen Sohn gestillt, bin ich nochmal zum Arzt, habe ich gefragt, wann kann ich sie sehen. Er sagte, die liegt nach der OP in einem Zimmer, die müssen sie Kabel alles anschließen, warten sie, wie sie jetzt reagiert. Sie kämpft immer noch um ihr Leben und da wird man gleich sehen, oder sie werden mich dorthin bringen. Wir haben gewartet, die haben mich nicht gebracht. Dann habe ich nochmal gefragt, kann ich jetzt zu ihr? Dann ist der Arzt, hat mich genommen in dem Raum, wo war ich mit meiner engen Freude. Die haben mit mir gelitten und dann sagte mir, Frau Mogge, es tut mir leid, Ihre Tochter ist verstorben. Ich kann es nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich denke, meine Tochter kommt gleich nach Hause und erzählt mir alles. Ich nehme sie in den Arm und die war ein Sohn, wahrscheinlich nur für mich, für alle. Die war so liebenswert, so aufmerksam. Das war wie ein Engel auf die Erde, die mir einfach weggenommen würde, weil irgendwelche Idiot hat um sie herumgeschissen oder keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was genau passiert ist oder wer das war. Aber die oder derjenige, die sollen wissen, das haben sie meine Tochter mir weggenommen. Die haben meine Tochter weggenommen, die war mein Leben und ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Aber derjenige oder diejenige schaut mein Kind an. Das war die Janina. Die war 12 Jahre und hatte das ganze Leben vor sich.
Und mit eurer Spielerei habt ihr ihr Leben beendet und damit auch meine. Und jetzt, ich weiß nicht mal, wie ich leben soll, ich weiß es nicht. Das kann ich mit Wörtern nicht fassen, was ich jetzt tun soll. Ich bin schockiert, ich kann es nicht. Sie sagten, dass Janina mit Freunden da gefeiert hat, also Schulfreunden gefeiert hat. Haben die ihr irgendwas sagen können? Haben die ihnen sagen können, wie das Ganze da vor sich gegangen ist? Das war ja doch weit nach Mitternacht eigentlich. Haben Sie mit denen schon sprechen können? Ehrlich gesagt, ich kann mit keinem sprechen. Das tut alles meine beste Freundin für mich. Sie führt die ganze Telefonate, sie hilft mir auch bei der Beerdigung, bei aller Organisation. Ich kann es nicht. Ich weiß, es war kurz vor eins, so wie meine Freundin mir berichtet hat, die sind rausgegangen, so wie alle anderen oder viele andere Leute auch in dem Dorf. Das war ein paar Meter von dem Haus, wo sie auch gefeiert haben. Die war glücklich, die hat gehüpft, die hat sich unterhalten und auf einmal ist sie hingefallen. Und das ist das Einzige. Oder eben das alles, was ich gehört habe. Als die Polizei dann auf sie zugekommen ist und gesagt hat, dass es sehr wahrscheinlich nicht irgendwie ein Metallsplitter von Böller oder Ähnlichem war, was waren das für Gedanken, die da durch den Kopf gegangen sind, dass da tatsächlich irgendjemand mit einer Waffe geschossen hat? Das war natürlich Schock. Das war Schock. Welche Leute machen sowas? Ohne sich zu überlegen, dass eben jemand verletzt könnte sein, dass jemand tot sein könnte. Ich bin bis heute schockiert. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sowas passiert eben. Was würden Sie den Tätern gerne sagen? Würden Sie ihnen sagen, dass sie sich endlich stellen sollen und aufklären sollen und sich zu ihrem Fehler einfach stellen sollen? Wenn die jetzt hier zuschauen, was würden Sie denen gerne sagen? Der soll sich auf jeden Fall stellen. Der wird bis Ende seines Lebens auf jeden Fall meine Tochter auf das Gewissen haben. Und einziges Gutes noch, was er tun kann, der soll sich stellen. Damit ich auch in Ruhe mit einer kleinen Erleichterung meine Tochter verabschieden kann. War das das erste Mal, dass die Janina Silvester alleine feiern durfte, weg von Ihnen, oder? Ja. Sonst war sie immer mit uns. Können Sie mir ein bisschen was zu der Janina erzählen? Was hat die so gemacht? In der wievielten Klasse war die? Die Janina war in 5. Klasse. Sie hatte sehr viele Freude. Ihr war das nicht mal bewusst, wie sie geliebt war. Die war so lebensfreudig, lebenlustig, die hat sich immer um alle anderen gekümmert, war sehr aufmerksam um ihre Freude, um ihre Verwandte, um andere Leute, die wollte immer andere helfen, andere unterstützen, ob das jetzt Freude waren oder irgendwelche Leute auf die Straße. Ihr hat Spaß gemacht, andere zu helfen, für andere da zu sein. Mit ihren 12 Jahren war sie so reif, so lieb, so klug. Also so eine Tochter möchte ihr da haben. Sie war auch sehr talentiert, sie hat viel gesungen. Die war einfach wie ein Engel, wie ein Sonnenschein.